platzt der Euro durch die Inflation? Und wie stark wird die Inflation wirklich? Und wie wird sie meines Erachtens in den nächsten 10 Jahren sein? Besteht die Gefahr, dass die Inflation so stark ist, dass der Euro tatsächlich platzt? Oder werden wir in eine gigantische Weltwirtschaftskrise hineinrutschen? Diese Fragen möchte ich heute mit dir besprechen. Und Schwerpunkt wird meine Prognose sein, wie hoch die Inflation wirklich sein wird und ob sie dauerhaft hoch sein wird. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Die Inflation ist auf einem historischen Hoch. Historisch heißt auf einem Hoch, wie er höher nicht war in den letzten 30, 40 Jahren. Im Frühjahr 2022 war sie gegenüber dem Vorjahr in den USA bei über 8%. Im Euroraum bei knapp unter 8%. Allerdings ist diese Betrachtung nur grenzwertig richtig, denn Achtung, sie bezieht sich nur auf die Verbraucherpreise. Sagst du vielleicht, ja, aber das ist das, was mich interessiert. Werden wir aber gleich sehen, dass das nicht ganz stimmt. Denn die Verbraucherpreise werden errechnet, indem man einen bestimmten Warenkorb nimmt. Und dann wird man diesen Warenkorb immer von Jahr zu Jahr vergleichen. Die Politik will aber verhindern, dass sich Panik verbreitet. Und deswegen baut sie den Warenkorb nicht wirklich fair auf. Dinge, die besonders teuer sind, sind nämlich möglicherweise gar nicht da drin in diesem Warenkorb. Und andere, die uns nicht so interessieren, die aber im Preis stagnieren, die sind dann da drin, um das Bild zu verfälschen. Warum will die Regierung uns nicht sagen, wie hoch die Inflation wirklich ist? Naja, einmal, klar, die Menschen sollen nicht beunruhigt werden. Zum anderen aber muss man einfach verstehen, dass die Regierung nicht zwangsläufig unser Interesse vertritt, also das Interesse der Bevölkerung. Sie hat ein anderes Interesse, was die Inflation angeht. Das ist ganz leicht erklärt. Wenn die Inflation steigt, verliert ja dein Geld seinen Wert. Und gleichzeitig, wenn die Inflation steigt, werden auch die Schulden der Regierung weniger. Das heißt, die Regierung gewinnt unfassbar durch Inflation. Und in welchem Maße, das kannst du mit der 72-Formel ausrechnen. Du nimmst 72 und teilst das durch die Inflationsrate. Und das ist ja ganz einfach, weil dann weißt du genau, wie lange es dauert, bis dein Geld nur noch halb so viel wert ist. Also, wenn wir eine Inflation haben von 8%, 72 geteilt durch 8 ist 9, dann sind deine 10.000 Euro in 9 Jahren nur noch 5.000 Euro wert. Du kannst also dann mit den dann zwar noch 10.000 Euro, aber nur so viel einkaufen wie heute mit 5.000. Wenn in den USA also die Inflation meines Erachtens jetzt eher bei 10% liegt, dann teilst du 72 durch 10, dann bist du in 7 Jahren so weit, dass dein Geld nur noch halb so viel wert ist. Diese 72, das ist einfach nur eine Formel, sodass du errechnen kannst, wie sehr die Inflation dir wirklich schadet, wie sehr und wie schnell sie dein Geld frisst. Also nochmal, selbst wenn du einen großen Betrag hast, sagen wir, du hast 100.000 Euro, dann kannst du natürlich feststellen, dass du dann in 7 oder in 8, 9 Jahren noch 100.000 Euro hast. Aber du kannst damit nur noch so viel kaufen wie heute für 50.000 Euro. Du hast also de facto 50.000 Euro verloren. Die sind weg. Nicht gut. Lass mich dir zuerst meine Einschätzung sagen und dann will ich sie dir anschließend begründen. Ich glaube, dass wir mindestens 10 Jahre lang eine hohe bis sogar sehr hohe Inflation sehen können. Und das ist noch das günstigere Szenario. Es kann sogar sein, dass wir sehen, dass der Euro platzt. Verlierer sind, sprechen wir jetzt mal nur über die Inflation, die Menschen, die Geld gespart haben. Sparen ist gut. Und dieses Geld nicht in Sachwerte angelegt haben. Gewinner sind die Regierungen und alle, die die Schulden haben. Gewinner sind Menschen, die ihr Geld in Sachwerte eingetauscht haben.
Denn Inflation in Bezug auf Geld bedeutet ja, du vernichtest dein Geld. In Bezug auf Sachwerte bedeutet das aber, du wirst reicher und reicher. Denn in Bezug auf Sachwerte heißt das ja nicht Inflation. Du sagst ja nicht, mein Haus leidet unter Inflation, sondern du sagst, mein Haus wird wertvoller. Also, das, was Inflation für Geld ist, Geld kaputt machen, ist Wertsteigerung für Sachwerte. Und das ist fast immer in einem ziemlich exakten Verhältnis. Deine Aktien, dein Gold, deine Immobilien, vielleicht auch deine Kryptos werden wertvoller und teurer. Vielleicht nicht genau bei Gold in dem Maße, wie das Geld weniger wert wird, aber es ist ein hoher Stabilitätsfaktor. Sprechen wir heute über meine Gründe, warum ich glaube, dass wir eine Dekade mit hoher oder sogar sehr hoher Inflation sehen werden, die nächsten 10 Jahre. Der erste Grund, der ist einfach nicht zu vermeiden. Immer mehr Babyboomer verlassen den Arbeitsmarkt und gehen in Rente. Und die haben dann einiges an Geld angespart, also können sie kaufen. Gleichzeitig fehlt aber ihre Arbeitskraft. Das sind also Menschen, die nichts produzieren, die aber kaufen wollen. Ja, wer soll das produzieren, was die ganzen Menschen kaufen wollen, wenn immer mehr Arbeitskräfte fehlen? Wenn also viele Menschen etwas kaufen wollen, aber wenige Menschen etwas produzieren, hast du eine Überschussnachfrage. Und jeder Volkswirt weiß, die demografische Verwerfung, dass also immer weniger Menschen geboren werden, die haben wir nun mal, die begünstigt die Inflation. Das ist Grund Nummer 1. Können wir nichts dran machen. Grund Nummer 2 ist Corona. Viele Menschen wollen Produkte kaufen, die sie jetzt aber gar nicht bekommen können oder nur teurer bekommen können, denn wir haben einen Nachfragestau. Das hat sich einfach aufgestaut. Im Tiefbau war das Anfang 2022 zum Beispiel 40%, dass wir Materialmangel hatten. Im Hochbau sogar 50% Materialmangel. Natürlich bekommst du das Material dann schwer, aber du kannst es bekommen. Aber du musst bereit sein, dann aus der Not heraus sehr viel mehr zu bezahlen. Und so steigen die Preise. Dabei spielt natürlich auch Psychologie eine Rolle. Die Erwartungen haben sich verändert. Menschen freuen sich heute nicht mehr so sehr, wenn sie etwas billig bekommen, sondern sie freuen sich, wenn sie es überhaupt noch bekommen, weil sie es brauchen. Zumindest in der Baubranche. Der dritte Grund ist die Energiepolitik. In Deutschland sind wir raus aus der Kernkraft. Kann man darüber diskutieren. Frau Merkel hat das jedenfalls damals durchgesetzt, dass wir alle Kernkraftwerke abschalten. Während Franzosen und andere Nationen fleißig Kernkraftwerke bauen, und zwar grüne Kernkraft, was auch immer das ist. Und wir kaufen es dann von denen und sagen dann, aber wir machen es nicht, deswegen sind wir gut. In Deutschland haben wir dann auch beschlossen, wir gehen raus aus dem Öl. Ja, natürlich gehen wir auch raus aus dem Gas. Und natürlich gehen wir auch raus aus der Kohle. Und dafür wollen wir alternative Quellen nutzen, um Energie zu gewinnen. Windkrafträder, Solaranlagen und ja, dann noch Windkrafträder und dann noch Solaranlagen und Windkrafträder und Solaranlagen. Ganz kreativ, Windkrafträder und Solaranlagen. Die werden natürlich unsere Energieversorgungsproblematik nicht alleine lösen. Denn das Problem ist, so viel Sonne scheint in Deutschland nicht. Und der Wind bläst auch nicht überall und zuverlässig. Kommt uns manchmal so vor. Aber mein Bild ist dazu, ist ein bisschen so, als wenn du einen Kuchen backen willst und dann sagst du, nö, Eier nehme ich nicht, sind schädlich. Und Mehl nehme ich auch nicht, Gluten ist nicht gut. Zucker nehme ich nicht, bekomme ich Diabetes. Milch nehme ich nicht, Laktose ist nicht gut, Salz nehme ich nicht, ist nicht gut für Herz und Kreislauf. So kannst du argumentieren und ich will doch gar nicht gegen argumentieren, das stimmt ja alles, ich verstehe das, aber du musst wissen, du hast dann keinen Kuchen. Jetzt kannst du sagen, naja, dann backe ich da eben Löwenzahn rein und Algen. Ja, mag sein und vielleicht werden einige dieses Rezept auch nutzen, aber die meisten werden sagen, ein Kuchen ist das nicht. Das wirst du vielleicht sagen, Bruder, oh, ja, ja, was für ein schräges Bild. Aber weißt du, ich möchte dir sagen, wir können nicht alles abschalten. Doch, können wir doch. Machen wir gerade.
Weil wir sagen, unser Planet ist unfassbar wichtig und wer will dem widersprechen? Natürlich stimmt das. Aber lass mich dir deutlich sagen, ich bin nicht gegen grüne Politik. Nur, wir müssen wissen, wir zahlen einen Preis dafür. Falsch. Wir bezahlen nicht nur einen Preis, sondern wir bezahlen einen unfassbaren Preis. Wir vernichten unseren Wohlstand. Das muss man sacken lassen. Wir vernichten unseren Wohlstand, denn die Energiepolitik ist ein einziger Inflationstreiber. Wir erleben das ja gerade, dass die Preise immer höher gehen. Und das war jetzt nicht unbedingt Politik verschuldet, was in der Ukraine passiert und so weiter. Oder vielleicht doch im Vorfeld. Jedenfalls sehen wir, was für ein Inflationstreiber das ist. Und das ist noch gar nichts, wenn wir wirklich das Gas abgestellt bekommen, dann werden wir noch ein ganz anderes Szenario sehen. In Bezug auf Inflation und natürlich in Bezug auf Wirtschaftskrise. Der nächste Punkt sind Immobilien. Die werden durch geplante Auflagen weitere 10% teurer. Natürlich wird das auch auf die Mieten umgelegt werden. Alles wird teurer und alles wird schlichtweg unbezahlbar werden. Da bin ich in großer Sorge. Also der vierte Inflationstreiber sind Immobilien. Seit 2009 sind Immobilien in kleineren Kreisen um 90-100% gestiegen. In mittleren Städten sind sie um 115-125% gestiegen, in großen Städten um 135% und weit drüber. Sehr oft, das kommt jetzt noch dazu, folgt der Immobilienmarkt dem Trend der Luxusimmobilien, ist wenigen bewusst. Aber weißt du, ich wohne im Winter in Naples in Florida, das ist eine sehr, sehr reiche Stadt, die Häuser so um uns herum. Die sind innerhalb von nur zwei Jahren, von 6 Millionen auf 13 Millionen gestiegen. Die haben sich also in 2 Jahren mehr als verdoppelt. Das ist mal eine gute Inflationsrate. Nur, dass wir es da ja Wertsteigerung nennen. Wir erleben Ähnliches in Deutschland mit Luxusimmobilien. Nicht ganz so stark, aber es ist auch eine starke Tendenz. Wir haben auch jetzt eine starke Inflation bei Immobilien und möglicherweise wird sie noch viel stärker, selbst wenn die Zinsen steigen. Dazu kommt noch was. Im Moment lohnt es sich unheimlich, in der Immobilienbranche zu arbeiten. Weil du kannst unheimlich viel verdienen. Oder auch im Baugewerbe. Du hast ja unendlich zu tun. Die Leute betteln ja, dass du kommst, wenn du im Baugewerbe bist und hilfst. Weil damit Immobilien gebaut werden. Diese Branchen, das müssen wir überlegen, ziehen jetzt Arbeitskräfte von anderen Branchen weg. Und dort, wo die Leute dann fehlen, wo man die weggezogen hat, da muss es zu einer Preissteigerung kommen. Denn um dann dort schnell an Arbeitskräfte zu kommen, die du unbedingt brauchst, musst du wieder mehr bezahlen. Das ist also eine endlose Spirale, nur dass sie nicht nach oben geht, sondern nach unten. Da wir weiter einen starken Mangel an Wohnungen haben, erwarte ich auf jeden Fall, dass die Preise weiter anziehen. Ja, als die Zinsen gesunken sind, da haben die Politiker gedacht, super, jetzt können sich alle Immobilien leisten. Aber wie ist es gekommen? Ganz anders. Stattdessen sind die Preise gestiegen. Und dann haben sich die Preise entfesselt. Und jetzt kommen noch dazu die grünen Auflagen. Und weil die Zinsen runtergegangen sind, konnte sich jeder noch mehr Geld leihen. War also jetzt noch mehr Geld im Markt. Und wenn viel Geld im Markt ist, also viel Geld auf wenige Immobilien trifft, was passiert dann? Die Preise steigen. Es zeigt sich hier, wenn unerfahrene Ökonomen ein neues Experiment wagen, und das war das ja mit dem Endlos-Gelddrucken, dann ist das gefährlich, möglicherweise sogar sehr gefährlich. Was können wir tun? Du kannst dir eine Meinung bilden, du kannst die Meinung verbreiten. Aber ich glaube nicht, dass du Frau Lagarde dazu bringen wirst, die Zinsen dramatisch zu erhöhen. Du siehst, wie verhalten sie das tut im Verhältnis zur Zentralbank in den USA. Aber wir dürfen zwei Kräfte nicht unterschätzen. Das, was wir persönlich direkt tun können, nämlich Sachwerte kaufen,
Und das, was wir persönlich indirekt tun können, indem wir uns eine wirklich klare Überzeugung bilden, dafür eintreten und sie auch verbreiten. Sprechen wir über die anderen Punkte, die eine Auswirkung auf die Inflation haben können. Das fünfte ist die Dollaraufwertung. Die USA haben ja beschlossen, mindestens 4-mal die Zinsen zu erhöhen in diesem Jahr. In der Folge wird natürlich der Dollar steigen, wir haben es schon gesehen. Da ist jetzt fast eine Parität. Warum? Also Euro und Dollar sind fast gleich viel wert. Das haben wir 20 Jahre nicht mehr gehabt. Warum steigt der? Weil Menschen aus anderen Währungen heraus flüchten werden, weil sie dort nicht so viele Zinsen bekommen oder keine oder sogar, wie in unserem Fall, Negativzinsen bezahlen müssen. Das kannte man in den USA gar nicht. Ein Wort vielleicht zu den Negativzinsen. Die meisten Menschen haben nicht verstanden, was das ist. Es ist eine Vermögenssteuer. Und sie soll die EZB stärken, denn das, was die Banken kassieren, fließt ja an die EZB weiter. Da wird also auch wieder nur Politik gemacht. Bevor ich in Deutschland auf 100.000 Euro dann 0,5% Strafe bezahle, gehe ich natürlich lieber in die USA, wo ich 1,5% und mehr Zinsen bekomme. Tendenz steigend. Ist ein Unterschied, ob ich 500 Euro Strafe bezahle oder roundabout 1,5 bis 2.000 Euro Gewinn mache. Ist ein Unterschied von 2.500 Euro. Jedenfalls ist die unterschiedliche Politik der Fed in den USA und der EZB in Europa ein weiterer Inflationstreiber, wenn die EZB ihre sture Linie nicht aufgibt. Es ist ja ein bisschen dazu genötigt worden. Frau Lagarde hat ja dann auch gesagt, ja, wir werden jetzt da mal leicht was anheben. Gleichzeitig hilft sie aber und hat das versprochen, weiterhin allen Ländern, die dann durch höhere Zinsen nicht so gut ihre Schulden begleichen können. Frau Lagarde wird sich da nicht ändern. Und ganz sicher hat sie gesagt, wird sie nichts übereilen, weil sie eben Angst davor hat, dass einige Länder in finanzielle Schieflagen kommen. Und das ist auch berechtigt. Aber ich weiß nicht, ob man sie auf Dauer retten wird und ob es gut ist, wenn man ganz Europa in den Abgrund zieht, damit einige Länder gerettet werden. Aber ich will nicht über Politik reden. Mir geht es darum, dass du tief verstehst, was auf uns zukommen könnte. Und da ist es nun mal so, viele Länder haben endlos billiges Geld aufgenommen. Ja, und das müssen die irgendwann mal bezahlen und da müssen sie auch Zinsen für bezahlen. Und dadurch haben wir das wichtigste Instrument nicht, was wir normalerweise hätten, nämlich dass die EZB die Zinsen hebt. Das können wir jetzt nur begrenzt machen, wenn wir Angst haben, andere Länder zu gefährden. Also meines Erachtens wird das früher oder später kommen. Wir werden die Zinsen erhöhen müssen. Aber wenn wir es später machen, dann kann sein, dass es dann zu spät ist und wir die Inflation nicht mehr einfangen können. Der sechste Punkt. Wir haben, wie wir bereits gesagt haben, nicht eine Inflation der Konsumenten, sondern wir haben auch eine zusätzliche Inflation der produzierenden Gewerbe. Die liegt bei 25% oder noch höher. Das ist schwer einzuschätzen im Moment, aber ich glaube, 25% mindestens ist sehr realistisch. Früher oder später werden diese höheren Erzeugerpreise natürlich auch an die Verbraucher weitergegeben. Also die erste Inflation ist die Verbraucherinflation, die zweite ist die der produzierenden Gewerbe. Dann gibt es aber noch eine dritte Inflation. Das ist die Inflation der Luxusgüter. Also zum Beispiel Uhren. Ist unfassbar, wie die Preise von Uhren gestiegen sind. Manch eine Uhr hat sich in den letzten 2 Jahren locker verdoppelt. Und der Uhrenbesitzer, der freut sich. Also ich habe eine Uhr, die ist sogar in ein paar Jahren um das Vierfache gestiegen. Und die Wahrheit ist, manche Uhren bekommst du gar nicht. Außer du zahlst den Preis des Wahnsinns dafür. Das ist nicht übertrieben. Sehr oft ist es aber leider so gewesen, und das sehen viele Menschen nicht, die über Inflation reden, dass die Inflation der Luxusgüter die Inflation der Konsumgüter wurde. Also das, was wir im Luxusgütersegment sehen, sehen wir oft zeitversetzt dann auch mit den Konsumgütern. Sollte das der Fall sein, dann haben wir eine Dekade vor uns, die vielen Menschen keinen Spaß machen wird. Ja, und da haben wir noch gar nicht über den siebten Treiber einer Inflation gesprochen. Das ist natürlich die Kriegsgefahr. Wir haben Krieg, aber sollte sich dieser Krieg ausweiten,
dann wird alles das, was wir bis jetzt gesagt haben, natürlich potenziert werden. Ich hatte vor Jahren mal, vielen Jahren inzwischen, ein Abendessen mit Altkanzler Helmut Kohl, ganz gleich, was du von ihm hältst. Er hat etwas als seinen obersten Wert angesehen und das hat er auch sehr erfolgreich umgesetzt. Das waren nur drei Worte. Nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Und er hat damals fast 3 Stunden mit mir darüber gesprochen. Da war ich echt beeindruckt. Nie wieder Krieg. Er sagt, das ist die Aufgabe Nummer 1, 2, 3, 4 und so weiter eines Politikers. Nie wieder Krieg. Ich hatte damals einen Chauffeur, der hat sich parallel während des Abendessens mit dem Chauffeur von Helmut Kohl zusammengesetzt. Und als mich mein Chauffeur dann nach Hause fuhr, da hat er ganz aufgeregt erzählt, weißt du, was denn Helmut wirklich umtreibt, diesen Helmut Kohl, hat mir sein Chauffeur erzählt. Er hat alles einem einzigen Ziel untergeordnet. Er will nie wieder Krieg. Er tut alles, um Krieg zu vermeiden. Weißt du, du kannst viel lügen im Fernsehen, Talkshows, im Bundestag. Aber deinem Chauffeur kannst du nichts vormachen. Der bekommt ja alles mit, jedes Telefonat, jedes Gespräch, alles. Ich hatte sowieso schon ein tiefes Vertrauen in diesen Wert von Helmut Kohl bekommen. Aber als mein Chauffeur mir dann auch sagte, was er da erfahren hatte, da war ich fest davon überzeugt. Was ich dir sagen will, ist, wir brauchen starke Politiker, die erkennen, nichts ist wichtiger als Frieden. Kein Krieg. Wir haben aber jetzt Politiker, die noch nicht dieses Maß an Erfahrung haben, vielleicht auch nicht die Stärke, die auch nicht wissen, wie man Krieg verhindert, möglicherweise nicht mit Appeasement. Ich weiß es nicht, ich hoffe es, aber es muss sich erst noch zeigen. Und vielleicht hat der eine und andere Politiker jetzt auch erst dazu zu lernen in Bezug auf diplomatischem Geschick, wenn du mit wirklichen Aggressoren redest. Ich glaube, wenn wir es nicht wieder zu unserem allerobersten Ziel machen, den Frieden zu bewahren, dann werden wir ganz andere Probleme bekommen und dann ist die Inflation möglicherweise auf der Schwelle, ein ganz bedrohliches Ausmaß anzunehmen. Es gibt noch einen 8. Treiber für Inflation, der wird in dieser ganzen Betrachtung fast vollständig außen vor gelassen. Und das ist das sogenannte Decoupling. Decoupling, was ist das? Trump hat damit angefangen, America First. Und America First sollte heißen, man produziert wieder möglichst alles in Amerika. Es war also ein Abkoppeln von den globalen Wirtschaftsbeziehungen. Weil man gesagt hat, wir machen doch nicht weiter die Chinesen stark, nur damit wir da billig einkaufen können, kriegen die unser Wissen. Und das Gleiche mit anderen Nationen. Und Biden, erstaunlicherweise, macht da weiter. Die Europäer sagen auch, wir müssen aufpassen vor den Chinesen, sonst werden die irgendwann mal die Welt regieren. Und mit den Russen haben wir ja gesehen, wohin das führt, wenn man da handelt und so weiter. Nochmal, ich will nicht über Politik sprechen, aber Decoupling bedeutet, dass wir nicht mehr billig einkaufen können. Es bedeutet, dass wir Lieferketten unterbrechen, die jahrzehntelang aufgebaut wurden. Und wenn du sagst, naja, ist ja auch gut, wenn alles in Deutschland, in Europa hergestellt wird, dann musst du einfach wissen, dann sind es 3 Tendenzen, die sich auf die Preise auswirken. 3 Tendenzen, denn wenn wir sagen, wir machen das in Europa, ist es nicht mehr Einfluss der Märkte, die entscheidet, wo wird gekauft, wo wird produziert, was wird transportiert und wie, sondern die Regierung bestimmt das. Und wenn die Regierungen das bestimmen, dann wird Handel, dann wird Wirtschaft politisch. Und das macht immer, dass 3 Dinge passieren. Erstens, es wird, was wir kaufen, nationaler. Es wird zweitens sozialer. Dann werden nicht mehr Menschen, die für einen Hungerlohn arbeiten, dein T-Shirt nähen, sondern macht das jemand, der einen Mindeststundenlohn bekommt. Und die Produkte werden ökologischer. Nationaler, sozialer, ökologischer. Wer will sagen, dass daran was Schlechtes ist? Nur eins. Es bedeutet, dass die Preise um wahrscheinlich mehrere 100% höher werden. Das ist der größte Inflationstreiber nach dem Krieg. Mein Fazit. Wir stehen am Beginn einer mindestens 10-jährigen hohen
bis sehr hohen Inflation. Und wenn wir nicht sehr gut aufpassen, dann werden wir diese Inflation gar nicht bändigen können. Wenn wir sehr viel, sehr schnell richtig machen, dann werden wir möglicherweise keine sehr hohe Inflation sehen, sondern nur eine hohe. Aber hoch wird sie in meinen Augen auf jeden Fall. Ich habe keine Kristallkugel, ich weiß nicht, was wirklich passiert. Ich nehme auch nicht für mich in Anspruch, die Zukunft vorherzusagen. Aber wenn ich diese Zeichen richtig deute, dann werden wir eine wirklich hohe Inflation sehen. Denn ich weiß nicht, wie die Faktoren verschwinden sollen, über die wir eben gesprochen haben. Wenn wir schnell und richtig handeln, werden wir vielleicht ab Mitte 22, 23 spätestens eine niedrigere Inflation sehen, als wir sie jetzt gerade haben. Aber die anderen Faktoren werden kommen und ich glaube, dass die Inflation deshalb im allerbesten Fall dauerhaft über 5, vielleicht so bis 10% sein wird. Das können wir verkraften, wenn wir in Sachwerte investieren. Und wenn unsere Politiker weise agieren. 1980 konnten Gewerkschaften Lohnsteigerungen von 11% erzielen. Das ist dann diese sogenannte Lohnpreisspirale. Ja, die Preise steigen, sagt die Gewerkschaft, muss auch jetzt mehr verdienen. Dann steigen die Preise weiter, wird ja irgendwo wieder umgelegt. Dann steigen die Löhne weiter. Wenn das passiert, haben wir zukünftig wieder eine starke Inflationsspirale. Und dann bedingen steigende Preise immer wieder höhere Löhne, höhere Löhne, höhere Preise und so weiter und so weiter. Und das lässt sich nur sehr schwer stoppen, so eine Spirale. Die kann sich entkoppeln. Das ist wie so ein Ding, dass du lange spinnst und dann hebt das ab. Besonders wenn die anderen Faktoren dazukommen. Die EZB müsste jetzt ganz konsequent handeln. Müsste ziemlich schnell radikal die Zinsen erhöhen. Tut sie das, täte das extrem weh. Und es könnte sein, dass einige Länder in die Schieflage geraten. Aber ich glaube, die werden sowieso in die Schieflage geraten. Nur, dass sie vorher vielleicht noch den ganzen Euroraum mitziehen. Deshalb muss aus meiner Sicht die EZB handeln. Das als Mann des Geldes kann ich sagen. Sie hätte längst handeln müssen. Da sind jetzt die konservativen, vorsichtigen Politiker in der EU, die sind in der Minderheit. Holland, Luxemburg, Österreich, Deutschland, ein, zwei andere. Die werden sich nicht durchsetzen. Jetzt sieht es so aus, als wäre Corona zwar nicht überwunden, aber ja, wir haben gelernt, damit zu leben. Und die Weltwirtschaft zieht wieder an. Aber durch Corona, das dürfen wir nicht vergessen, hat sich im Euroraum die Geldmenge in 2 Jahren, Achtung, verdoppelt. Das muss ich nochmal sagen, verdoppelt. Zur Zeit der Lehman-Krise 2008 gab es 880 Milliarden Euro. Seitdem hat sich die Euromenge versiebenfacht auf 6 Billionen. Dazu kommt, dass also nochmal, du weißt, je mehr Geld im Markt ist, desto mehr steigen Preise. Dazu kommt, dass wir unsere Inflationsbremse lediert haben. Wir haben ja diese Bremse. Normalerweise kannst du die Inflation bremsen, indem du die Zinsen erhöhst. Und das ist, wie gesagt, im Moment nicht ganz so einfach. Und wenn schon, dann auf keinen Fall sehr radikal, sagen die meisten Menschen im Euroraum und schon gar nicht endlos. Meines Erachtens werden wir also mindestens 10 Jahre eine hohe Inflation sehen. Und mir fehlt einfach die Fantasie, wie wir das verhindern können. Wir sehen, die EZB spielt hier eine komische Rolle, das mit der Vermögenssteuer, also diese Strafzinsen. Die EZB wollte einfach mächtig werden. Sie wollte einfach Politik machen. Sie wollte grüne Politik machen. Wer will was dagegen sagen? Aber es ist nicht die Aufgabe der EZB. Und insgesamt hat sie dafür gesorgt, dass Geld fast nichts mehr wert ist. Und wenn Geld nicht mehr so viel wert ist, nennt man das Inflation. Die nächsten 10 Jahre werden wild. Und es ist schlimm zu sehen, wie viele Menschen dabei verarmen können. Was kannst du tun? Wichtig ist, dass du dich darauf konzentrierst, was du überhaupt tun kannst und nicht, was du nicht tun kannst. Wenn wir jetzt so ein bisschen philosophieren oder über die EZB reden, das sind ja alles Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Aber was du kannst, ist, du kannst Geld in Sachwerte investieren. Da wird dir die Inflation nicht schaden. Im Gegenteil, sie wird dich vermögend machen. Lerne Immobilien, lerne Aktien,
das, was dir am nächsten liegt, was du magst. Lerne Rohstoffe. Lerne Unternehmen, Unternehmensanteile zu kaufen, Unternehmen zu gründen. Lerne Krypto. Lerne ETFs. Ich will nicht sagen, dass alles das, was ich gerade aufgezählt habe, halbwegs sicher ist. Aber meines Erachtens ist kaum etwas weniger sicher als der Euro. Möglicherweise ist sogar das Fiat-Geld, also zum Beispiel der Euro, noch eine der unsichersten Anlagen, die wir im Moment haben.